Willkommen. Ich bin Longinus. Und du? Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist von Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, es ist. Und er sprach zu ihnen: Gehet hinaus in die ganze Welt. Und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Es war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Fucking perfect! Whoa!
Einsatzbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zaballe, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten und sie haben Geiseln. Gut, erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm,